Der Stream läuft jetzt, ja. So, guten Abend, falls schon irgendjemand da ist. Wir sind hier beim Zeit-Event-Spiel immer noch am Aufbauen. Und wie ihr seht, habe ich heute wieder einen Gast. Auch wenn bei dem gerade schon wieder die Kamera recht dunkel ist. Schattenlicht, du hast schon wieder Schatten. Nein, die ist voll hell. Okay. Also zumindest in meinem OBS siehst du ein bisschen dunkel aus, aber passt schon. Ich habe den Sascha heute hier. Der ein bisschen Expertise hier reinbringt. Tja, wir versuchen, was geht, aber. Ja. Fangen wir erstmal an. Wen denkst du, wer gewinnt denn? Das ist eine gute Frage. Also rein vom Listentyp wette ich mein Geld erstmal auf die Republik. Hätte ich jetzt auch erstmal mit Cody und allem. Und Proton-Torpedos und alles, das ist schon nervig, glaube ich. Genau, ja. Ich habe eine ähnliche Republikliste nämlich mal zusammengeklickt, bloß hatte ich halt bei Padma halt auch noch versucht, die zweiten Torpedos reinzukriegen. Deswegen waren die anderen zwei Schiffe dann halt ein bisschen kleiner. Ich glaube, das könnte schon ganz gut funktionieren. Ja, glaube ich eigentlich auch. Also die sieht relativ stark aus. Wie gesagt, Cody dann halt auch, du hast dann auch noch die Möglichkeit, dass alle Vierer sind, die in einer beliebigen Reihenfolge zu fliegen. Du hast auch immer die Chance, mit Cody zuerst zu schießen. Es ist schon relativ gut, ja. Umgekehrt, muss ich sagen, bei den Scums habe ich sogar gerade nicht mal alle Fähigkeiten im Moment parat. Mhm. Dylan Oberos war doch der darf irgendwie sich einen Stress nehmen und sich um 90 Grad drehen, irgendwie nach einem Manöver oder ja, so, ne? Ja. Genau. So, Victor Hell war der, wenn er nicht zwei Würfel, also wenn er mehr oder weniger als zwei Verteidigungswürfel würfelt, genau, kriegt der Angreifer einen Stress? Ja. Okay, und was war Kratz? Wenn er hinter dem Verteidiger oder dem Angreifer ist, kriegt er einen extra Würfel. Ah, okay. Oh, das ist natürlich nett, falls man es zum Beispiel schafft, hinter Wolfie zu kommen oder so. Die Talonbane ist, Cobra ist jetzt auch, oder dieses Schiff der Kirax-Fighter ist jetzt auch nicht das agilste von allen, also. Richtig, drum hat er Afterburners. Ja, aber. Okay. Also. Ja. Wie gesagt, und Kratz mit Outmanöver, also wenn er in die Position kommt, ist glaube ich echt gut. Aber. Mit Outmanöver und einem Extrawürfel. Ich setze hier alles Geld, was ich habe, auf die Republik. Würde ich jetzt so vom ersten Gefühl her auch. Aber wie gesagt, ja, und auch wenn ich mir jetzt das Dings hier angucke, das Asti-Feld, das ist natürlich, sag ich mal, ein guter Vorteil für die Republik. Weil es ist relativ offen, da kommt auch Wolfi überall durch. Ja, aber der hat ja auch, das ist ja das Schöne an dieser Republikliste, der hat ja eigentlich nur Wolfi, wo er ein bisschen aufpassen muss. Dann hat er zwei Jedis und die zwei Naboo-Fighter und die sind ja alle eher schnell und wendig. Also das ist ja. Also ich sehe einen Jedi und zwei Naboo-Fighter, aber ja. Meine ich doch? Du hast, glaube ich, gesagt, zwei Jedis. Habe ich zumindest verstanden, wo ich dachte, hä, wo kommt denn der zweite jetzt her? Weil, wenn wir mal ehrlich sind, dann sind es anderthalb. Ja, wollte gerade sagen, Anakin wäre gerne, aber ist noch nicht, ne? Ja. Aber auf dem besten Weg dahin. So ein Handtaschen-Jedi. Ja, was heißt Handtaschen-Jedi? Das ist das einzige Schiff im Spiel, das zweimal Barrel Rolls in einer Runde machen kann. Ja, der bescheißt natürlich auch. Ich wollte gerade sagen, das ist schon, der kann zweimal rollen. Wer kann das schon? Ja. Außer klein Annie, keiner. Baby Annie. So. Bin mal gespannt. Hängt der in Stream oder hängt er nur bei mir? Ich will's nicht wissen. Was hängt? Wo hängt? Ne, jetzt geht er wieder. Okay. Na dann. So, Oberos spielt also anscheinend den Lockvogel. Ja. Er fliegt immerhin danach. Wann muss er den Stress nehmen für Rotieren? Nach dem Manöver. Nach dem Manöver, okay. Yep. After you fully execute a maneuver, you may gain one stress to take your rotate your ship um 90 degrees. Das ist halt. Ja, er hat dann keine Action, ne? Er steht halt dann da wie. Also.
ist an sich schon eine gute Fähigkeit. Ich finde aber nur, bei der Starwiper, mit der meistens ist wahrscheinlich die Starwiper-Fassrolle plus Fokus die bessere Wahl. Ja. Nicht immer, aber im Regelfall denke ich schon. Weil du hast ja auch diesen, du machst ja mit der Starwiper-Fassrolle auch diese 45 Grad. Naja, aber ich sag mal, die Möglichkeiten sind natürlich nicht schlecht. Du kannst mit Advanced Tenders eine Fassrolle oder einen Boost machen. Machst dann Manöver und drehst dich dann auch, falls du irgendwie jetzt halt einen Schuss irgendwie brauchst. Stimmt. Da kannst du ja, halt klar. schon, ja, okay, wow. Klar. Also, ich will mir jetzt keinen Knoten in den Kopf machen, aber da kannst du ganz verrückte Sachen machen. Ich glaube, als Gegner würde ich das gar nicht, würde ich einfach sagen, okay, der macht komische Dinge, da denke ich gar nicht drüber nach, weil das sind zu viele Optionen. Ja, okay, wenn du überlegst, Boost, Manöver, drehen, ja. Der kann machen, was er will, das stimmt schon. Naja, also, so gesehen, wenn er irgendwie eine Chance sieht, um in einer Folgerunde irgendwo, ich sag mal, in einem völlig toten Winkel zu stehen, dann hat er halt schon die guten Chancen, da hinzukommen. Okay, glaube, wir wollen anfangen, dann. Ja, ich glaub's auch. Hatten wir die Zeit? Hatten wir auch, ja, ja. Okay. Dann, schauen wir mal. Tja. Das sind Eröffnungen, wie ich sie mag. Ja, das wäre gelogen, wenn ich was anderes sage. Aggressiv nach vorne. Ich glaube, bis auf Luminara wäre die Liste sogar Hyperspace legal. Wirklich? Ja. Mit, aber nicht wow. mit, echt, okay, mit Cody und Patience ist auch, stimmt. Sensors sind auch. Sensors sind's auf jeden Fall. Torps sind, glaube ich, auch. Ja. Torps sind's auch, ja. Ist, okay. Bei Wolfie bin ich mir nicht 100% sicher, das prüfe ich gleich. Mhm. Nee, natürlich, Wolfie ist es nicht. Ah. Okay. Gut, aber den könnte man ja auch, na, aber gibt's noch einen anderen Vierer? Nee, ne? Nee. Hm. Ja, da siehst du auch gleich dann das Problem von dem Konzept, weil Wolfi ist es nicht, ja. Ja, schade. Und was haben wir? Was wollten wir noch gucken? Klar, Luminara ist es nicht, das war mir klar, aber. Gut, da hast du ja aber bei den Vierer-Jedis hast du ja ein bisschen Auswahl, da kannst du ja auch. Maze oder irgendeiner wird ja, oder? Oder sind alle nicht? Bei dem Delta ist nur der Jedi Knight drin. Echt? Okay, auch, okay. Ja, als Imperialer kennen wir das Problem. Naja, Tim meint gerade im Chat, Hyperspace ist zurzeit doch total uninteressant. Jein, es gibt Leute, die müssen jetzt am Wochenende noch ein großes Hyperspace-Turnier spielen. Groß ist gelogen, aber ein Hyperspace-Turnier. Also groß im Sinne von es war eine Riesenqualifikation dafür. Wenn du das ganze Event zusammennimmst. Und das ja, jetzt das quasi stimmt. als Endphase siehst, ist das ja schon, also mit 4 Qualifikationsturnieren, und jetzt quasi das Endturnier ist das ja schon groß. Nee, das auf jeden Fall. Von daher, ja, es sind nur, glaube ich, knapp 45 Leute oder so. Ja, ich glaube, mittlerweile sind wir ja 60 Leute, also 55 oder 56 Leute, wo angemeldet sind. Ah, okay, kamen doch noch und so viele, die sich nicht reingeklickt haben. Er hat nochmal alle im Discord angepinkt, Gold Squadron, und hat gesagt, meldet euch an. Und das ist aber auch wirklich der einzige Grund, warum wir uns noch momentan Gedanken um Hyperspace machen, weil eigentlich macht mich dieses Format nur wütend und traurig. Ja, mich meistens auch, aber das Problem war halt immer, es gab ja immer, also auch schon, wo man noch am Tisch gespielt hat, es gab halt die Hyperspace Trials oder irgendwas, ja, wo man halt gezwungen war, sowas zu spielen. Und nichts dagegen, ich finde an sich, finde ich es eine schöne Idee. Ich hätte dann nur gern schnellere Rotation, mehr Wechsel, weil wenn du schon eine begrenzte Auswahl hast, finde ich, sollte das öfters wechseln. Ja. Dann ist es wieder okay, weil du merkst ja jetzt bei den Turnieren, bei den normalen Turnieren hattest du nicht so ein eingefahrenes Meta wie bei den Hyperspace-Turnieren vom Gold Squadron. Ja, da gab's viel mehr, weil du hast ja viel mehr Optionen. Bei den Hyperspace-Turnieren hast du ganz schnell rausgefunden, der Inquisitor oder der Baron vom Imperium, ja, dann
spammen wir doch mal die Leute damit zu. Ja. Was ich halt glaube, ist, ich denke wahrscheinlich, also wäre jetzt meine Einschätzung, dass es Hyperspace in der jetzigen Form, wie wir es kennen, einfach mit irgendwie restriktiert, hier, wir machen wild irgendwas rein und irgendwas raus, werden wir wahrscheinlich sogar die letzte Saison sehen, weil ich habe jetzt das Gefühl, wenn du dir das neue Event von Atomic Mass Games anguckst, hast du es mitgekriegt, was du da als Event... Ja, genau. Aber ne, die haben da wieder, ich sag mal, ganz andere Ideen. Also im Sinne von, die eine Liste muss ein großes Schiff enthalten und darf noch bis zu, ich glaube, 3 kleine oder irgendwie. Die andere muss aus lauter kleinen bestehen und so weiter und so weiter. Und mit diesen Zusatzperks, die du ja dann irgendwie noch freispielst, ne? Irgendwie, wo das große Schiff dann zusätzliche Angriffswürfel und sonst. Ich habe das Gefühl, aber dass die... Das ist ja witzig, wenn du die Leute, das ist eben wie im wahren Leben, wenn du die Leute für ein Verhalten belohnst, ist es immer besser, wie sie von vornherein irgendwie zu beschneiden. Ja, das ist halt einfach so. Weil genau, du sagst, du musst halt irgendwie deine Liste an irgendein Konzept anpassen, dafür hast du irgendeinen Vorteil. Dann ist es schön. Genau, wollte gerade sagen, beschneiden ist ja trotzdem, du hast ja trotzdem diese Restriktion ja, aber gehabt. Ja, du kriegst ja was, du kriegst genau, aber du kriegst halt auch einen Benefit dafür quasi. Also weil sie halt sagen, okay, wir haben jetzt hier deine Perks, mit denen du, die du im Spiel einsetzen darfst, ne? Genau. Ich hab's Gefühl, und die hatten ja in dem einen Post mal irgendwie so geschrieben. Okay. Da war Dallan jetzt ein bisschen zu langsam. Ja. Es könnte sich noch rächen, wenn jetzt schon die Lok kommen. Ist das klein Baby Annie oder war das Partner? War Baby Annie. Ja, okay. Das heißt, der Torpedo ist schon im Computer eingeloggt. Na dann. Ja. Der hat das Ziel erfasst und der kommt ja auch nächste Runde relativ mit einer 5 gerade relativ gut, weil der macht vorher die Fassrolle und ja. Geht entweder rechts oder links am Asti vorbei. Ja. Oh ja. Ah. Das kann natürlich böse werden, ja. Und das wird er. Mal gucken, wie weiter. Er wird wahrscheinlich jetzt auch 5 vorgehen oder. Und Boost hoffe ich für die Star Viper. Wenn nicht, kann die Star Viper eine 5 oder nur eine 4? Ich glaube, die kann eine. Kann sie nur eine 4? Dachte ich jetzt, aber ich vertue mich vielleicht auch. Dafür hatte sie alle harten Kurven, glaube ich, weiß und so. Ich muss aber auch sagen, Star Viper, optisch mag ich das Schiff wirklich, aber es ist eines der wenigen Skarmschiffe, das ich noch nicht großartig bespielt habe. Und die kann mir, du hast recht. Bei mir ist es ein bisschen sogar das Gegenteil. Ich finde die Optik eigentlich blöd, aber ich finde gerade so Sachen, was man mit Guri und so machen kann, eigentlich super geil. Fett Guri oder so, das wäre. Ja. Aber das musste halt, das ist auch wieder so ein Ding, das musste fliegen können, ne? Weil wenn du damit eine dumme Runde machst, naja, das ist dann so wie Vader Defender. Einmal gebammt, tot oder so. Habe ich, wie gesagt, auch. Au. Das könnte knapp noch. Nee, der rollt jetzt raus. Ja, ich wollte gerade sagen, der muss jetzt nach außen rollen. Für nächste Runde. Ja, es geht. Ist schwierig. Na gut, wollte gerade sagen, er hätte theoretisch ja auch nach links außen andersrum rollen können. Hätte er parallel zur Kante weiter wegfliegen können. Genau. Hätte er aber so, ja, so ist es halt ein bisschen... So geht er eigentlich nächste Runde in den Angriff. Eigentlich ja. Und das heißt, er kriegt nächste Runde den Torpedo. Und ich fürchte, die anderen zwei sind... Also zumindest der ganz oben, ich weiß nicht, welcher das ist. Ob Kratz oder Viktor Hell, der ganz oben steht. Der ganz oben müsste, ist der mit den Schubdüsen, also ist es Kratz. Kratz, okay. Der ist, denke ich mal, auf jeden Fall noch zu weit weg, um nächste Runde einzugreifen. Der andere könnte mit einer Dreierbank. Der wird halt wahrscheinlich auch maximal vorgehen, boosten. Ja. Ja, die Frage ist halt trotzdem, wenn jetzt Wolfi und so vielleicht dann auch schon irgendwie jetzt hier in die Mitte rum eindreht, also richtig viel geflankt hat er dann auch nicht, aber ja. Wir werden es mal sehen, was sie jetzt irgendwie machen. Ich habe ein bisschen Angst halt hier um Oberos, der da schon so eigentlich mit Ankündigung, ich krieg jetzt gleich ein Torpedo. Und der sagt, okay, dann krieg ich den halt. Oder er macht jetzt wirklich nächste Runde, dass er das jetzt so antäuschen will, und er macht nächste Runde die harte 3 links und boostet nochmal raus oder so, um wirklich, ne? Weil er halt vielleicht denkt, dass eine Kinder jetzt irgendwie reinfliegt mit der 5 oder irgendwie, ne? Keine Ahnung. Schwierig. Ja, wir werden sehen.
was er tut. Hat er die Advanced Sensor, er kann schon machen, was er will. Also er, ja, ja, er hat halt, er hat schon Optionen. Ja. Die Frage wäre halt auch eher, ob es andersrum geht. Also wenn Anakin jetzt auf ihn zukommt, ob er mit Advanced Sensors rechts, Bank, irgendwie die Chance hat, quasi also ihn zu unterfliegen, an ihm vorbeizukommen. Ich glaube, ich würde mit Anakin auch die sichere Variante nehmen und würde wahrscheinlich nach links rollen. Und dann Dreier Bank oder so irgendwas, ne? Oder ja, Dreier Bank. Mal gucken, je nachdem, wie weit du nach vorne kommst. Wahrscheinlich würde ich dann sogar eher geradeaus, weil wenn Anakin steht ja dann hier irgendwo. Ach so, warte, du würdest zur Mitte hinrollen, nicht zum Rand, nee, meinst du? Zum Rand. Mit zum Anakin Rand, ja. Zum Rand, genau. Bloß dann würde ich, glaube ich, nicht die Bank machen, sondern geradeaus am Asti vorbei und dann vielleicht sogar reinboosten oder sowas, um ihn halt, okay, um dann da hinten in der Ecke schön zu stehen, weil ich glaube, wenn er vorgeht, kann es einfach passieren, dass ihn die Star Viper halt ausmanövriert. Naja, also ich hätte jetzt auch überlegt, nach außen zu Barrel rollen und dann vielleicht sogar gar nicht mal unbedingt so schnell. 1er, 2er Bank oder so. Nee, also und wenn Oberrosch kommt, dass du die Welt kriegst, oder? Ja. Aber andererseits ist halt dieses Ding, was passiert denn, wenn jetzt Anakin hier außen kurz fliegt? Da kann ja, wenn nur Oberrosch hinkommen, das wäre ein Schuss. Das würde dann beim Umkehrschluss auch heißen, dass dann der Torpedo im Normalfall kommt. Ja? Das kannst du eigentlich auch nehmen, wenn du sagst, gut, da brauche ich das Evade jetzt nicht zwingen, weil je schneller du vorgehst, desto näher kommst du halt auch den anderen da oben schon gleich. Ich sag mal, für die Republik wäre jetzt das ideale Engagement ein Engagement nur gegen Oberrost, während die anderen da hinten noch Kaffee kochen oder so. Stimmt. Ah, das ist so, glaube ich, das Mittelding zwischen dem, was wir uns überlegt hatten, so zwischen ganz schnell und ganz vorsichtig. Okay, ganz schnell wäre ich ja, habe ich ja gesagt, ganz schnell wäre ich da auch nicht so. Was hat er dann gemacht? Ich hätte eine 3 gerade ausgemacht. Die 3, ja. Achso, er hat ja die 3 gemacht. Ja, das war ja, fand ich okay. Ich weiß bloß nicht, ob ich... Aber er steht eigentlich da gut, da hätte ich wahrscheinlich auch nicht geboostet. Das ist okay. Das verstehe ich. Das ist... Oh, Wolfie geht vor. Ja, eigentlich aber eine schöne Aufstellung. Ah, oh, das ist eigentlich... Oh, das kommt, okay. Und das kommt auch. Oh, gut, klar, ich glaub, tut ihm jetzt nicht weh. Er wollte da zurückhalten, ja. Bisschen verzögern. Ich hätte jetzt erwartet, einen von den anderen Vierern quasi so ein bisschen noch zu Anakin darunter, ne? Also, dass zwei da so ein bisschen von der Seite kommen und einer noch so bei Wolfie bleibt. Aber gut, geht so natürlich auch. So, okay, jetzt ist Kratz natürlich schon relativ schnell da. Also nächste Runde kommt Kratz auch rein. Ist die Frage für Arne, ob er diese Runde irgendwie Oberrost nochmal aus dem Beschuss rausbringt. Das ist, glaube ich, echt die Frage. Und wo er dann steht, ja. Ja. Okay, das war nur eine 1er Bang von Victor Hell. Okay. Den hätte ich jetzt deutlich aggressiver erwartet, irgendwie mit der 3 oder irgendwie. Einfach auch, A, wäre er dann besser zum Asti gestanden, der jetzt vor ihm ist. Und B, wäre er halt natürlich auch ein Stück weiter vorne gewesen, schon für den Engage. Ja, der Asti ist eigentlich, glaube ich, das Engage finde ich gar nicht so schlimm, aber der Asti ist so ein bisschen blöd. Der Asti ist halt jetzt dieses, mit der Dreier Bank wäre er genauso gestanden, dass er dran vorbeifliegen kann. Wie gesagt, das mit dem Gage hängt jetzt alles davon ab. Wenn er Oberrost jetzt in den Kampf bringt, dann waren die anderen zwei zu langsam. Weil das kann dann böse ausgehen. Nee, ich glaube, der dreht ab. Ja, ich denke auch. Also er muss jetzt wahrscheinlich irgendwas machen mit Advanced Sensors nach links. Ja, ist die Frage, was hat er dann eingestellt? Also die Hand geht so nach vorne, hat vielleicht ein gerades Manöver eingestellt. Könnte jetzt aber auch mit Advanced Sensors nach links und halt erstmal... Okay, er ist bei Annie raus. Oh, aber was jetzt? Das jetzt, er hat halt selber keinen Schuss in der Position, von daher, ich hätte, glaube ich, die Advanced Sensors nach links gemacht und wäre, ne? Weil er ist jetzt in Schussreichweite zu Wolfie, hat aber selber keinen Schuss, also es bringt ihm eigentlich nichts. Und da rein boosten will er jetzt eigentlich auch nicht, ohne Token dann. Nee, er hätte ja einen Token. Er könnte ja Boost, Linked Action machen. Ach so, ja, gut, er könnte linken, ja, stimmt. Dann blockt er sich halt die Advanced Sensors für nächste Runde damit. Ja, genau, aber ja, macht er jetzt halt. Ja, ja. Okay. Na gut, ich glaube, da stört sich Annie jetzt auch nicht so arg dran.
Der macht halt nächste Runde eine harte Kurve und sagt, gucken wir mal. Ja. So, Range 2 von Wolfie. Ja, das Wolfie kann irgendwie einen Charge ausgeben, um einen Würfel neu zu würfeln, ne? Wolfie hat nach vorne einen Reroll. Genau, nach hinten darf er den Charge reloaden, wenn er einen Würfel mehr würfelt. Genau. Ja. Okay, da ist der Fokus dann, glaube ich, gleich schon wieder weg. Nein, er kriegt einen Schaden. Ja. Weil? Padme. Weil Padme, okay. Er kann nur ein Ergebnis drehen. Genau, in welcher Reichweite oder wie blockt Padme? Im Feuerwinkel von Padme. Im Feuer, okay, ja. Das ist wirklich böse. Eine starke Fähigkeit. Ich sage ja, ich bin das letzte auch irgendwo dann über die gestoßen und habe gedacht, what the hell? Ja, ich habe einmal dagegen gespielt, aber vor ewigen Zeiten. Und da hat die mich auch echt rund gemacht. Und den Evade schränkst du nicht ein, wenn du einen hättest, ne? Nee. Nur den Fokus, dass du ein Ergebnis halt sehen darfst. Genau. Okay. Ah. So, das heißt, das war jetzt das Schild, das erste Schild auf Galan, ne? Ja. Warte mal, aktuell halt. Okay. Ascha, bist du noch da? Ja, ich bin noch hier. Okay, weil ich sehe nur gerade, zumindest in meinem OBS, ist deine Kamera gerade ein einziges Schneegestöber. Ich weiß nicht, was da jetzt kaputt ist gerade, aber... Auf einmal bin das ein bisschen, warte. In der Tat. Aber bei mir, wenn ich auf den OBS-Link gehe, sehe ich alles ganz normal. Naja, ich merke auch gerade, wenn ich hier dich in dem OBS-Ninja sehe, sehe ich dich auch noch. Es ist nur irgendwie, kommt es hier gerade nicht mehr an. Warte. Jetzt ist es wieder da, warum auch immer. Ich habe nichts gemacht. Okay. Seltsam. Bei mir nicht, bei mir hängt aber auch der Stream extrem. Okay, ja, das kann teilweise leider an meinem Internet liegen. Wie gesagt, mein Internet ist hier unter aller Sau leider, das ist so nervig. Wir sind ja dieses Jahr jetzt sogar, weil wir halt keine vernünftige Internetverbindung hier kriegen, wir sind jetzt auf LTE umgestiegen, damit wir wenigstens halbwegs schnelles Internet haben. Aber LTE hat halt andere Probleme. Tja, würdest du halt nicht in einem Entwicklungsland wohnen für Digitalisierung, würde das gehen. Ja, aber wie sagte unsere Bundes-Angie vor 3-4 Jahren auf dieser einen IT-Messe, ja, und wir müssen uns erstmal mit diesen neuen Sachen wie mit dem Internet erst langsam arrangieren. Vor 3-4 Jahren, neue Sachen, das Internet, okay, cool. Und das auf einer IT-Messe, wo es um... Ich glaube, die Aussage ist sogar schon ein paar Jahre älter, aber sie ist trotzdem nicht, also sie ist, glaube ich, 6 Jahre her oder 7, aber... Okay, aber es war auf jeden Fall eine Zeit, wo das Internet keine neue Sache mehr war. Ganz ehrlich, dieses Internet hält sich sowieso nicht. In ein paar Jahren ist es weg. Genau, ja, wie sagte schon damals der deutsche Kaiser, das Automobil hat keine Zukunft, ja, wir werden weiterhin mit Pferdekutschen fahren. Gab es da jetzt auch Schaden auf Seiten der Republik? Ich weiß es nicht, ich war am Platz. okay, kein Schaden, gut, dann habe ich auch nicht. Sieht verpasst. Mal so aus, ne? Nee, weil es war ja nur der eine Schuss von Oharos. Nee, ja. Der hat ja, glaube ich, nichts gemacht, ja. Genau. Und dazu hat er ja auch noch zum Debuffen Luminara. Ja. Die kann aber nur, wenn sie das Ziel im Bullseye hat, richtig? Nein. Oder umgekehrt, wenn das Ziel kein Bullseye hat. Ja. Okay, also der Angreifer darf keinen Bullseye auf sein Ziel haben. Genau. Dann hat kann sie wahrscheinlich sie... auch gemacht. Das okay, heißt, ja. wenn jetzt Oberon, wenn wir auf das Spiel geachtet hätten, wüssten wir es, aber ich gehe mal davon aus, aber sie hat auch keine Force ausgegeben, also hat sie es nicht mehr gebraucht. Naja, oder die hat sie schon wieder reloaded. Könnte natürlich auch sein. Könnte natürlich auch sein, aber wir werden es nicht erfahren. Vielleicht war es auch einfach zu weit weg, weil Feuerwinkel braucht sie, glaube ich, dafür, ne? Nee, der Defender muss in Reichweite 0 bis 2 sein und im Feuerwehr. Ah, okay, ja. Na dann. Dann ist das ja gar nicht so verkehrt, die auch da ein bisschen hinten dran zu halten. Also ich guck mir das jetzt mal an und ich hab das letzte Hyperspace-Liste mit Padme und Annie gebaut, vielleicht baue ich da nochmal was? Ach, ich weiß nicht. Ich bin ja eh, also ich bringe das manchmal fertig, auch einfach Listen ohne Testspiel für große Turniere zu nehmen.
Manchmal glaub, da erinnere ich mich an den guten Stone Man, wenn wir ihn auf irgendwelche Nationals mitgeschleift haben, hier zum Beispiel Belgien oder sonst wie, ja. Der kam dann teilweise am Abend vorher zu mir und hat dann gemeint, du, hast seit 3-4 Monaten kein X-Wing mehr gespielt, was spielt man denn zurzeit? Da habe ich ihm irgendwie so einen Stapel Listen hingedrückt, so, die habe ich alle getestet oder das sind Sachen, die sind gut. Hat er mal grob durchgeguckt, ja, was würdest du mir, sag mir mal 3, 4, die gut sind. Meistens so 3 hingelegt, die 3 sind gut, da machst du nichts falsch. Hat er sich eine rausgepickt, dann meistens noch gefragt, hast du die Schiffe dafür? Ich hab nicht alle. Ja. Da habe ich die ihm noch zusammengeliehen. Ja, und dann kam er am nächsten Tag dann irgendwie auf dem Turnier damit teilweise sogar einfach in Cut mit, probier mal eine Liste, die ich nicht kenne und ich habe schon 3 Monate kein X-Wing mehr gespielt. Ja, okay, der Unterschied ist, da hast du mir jetzt ja wahrscheinlich Metalisten untergejubelt. Das ist ja immer dann gerade im Ja, Handel natürlich, mit, natürlich. Ja, Ich schwank jetzt ja nicht hier zwischen irgendwelchen, also entweder wird's Django Sam oder irgendwas Verrücktes und ja, mal gucken. Natürlich, aber ich fand's trotzdem krass, dafür, dass er immer so teilweise gar keine Ahnung hatte mehr, was in X-Wing eigentlich abgeht, hat das dann immer echt gut hingekriegt. Ja, so. Der gute Anakin, der macht ja erstmal eine Fassrolle dann macht er die 3. Dann hat er 3, damit er die Doppeltokens hat. Ja, und vorher halt die Force für die Fassrolle, das ist. Aber Dalan könnte jetzt immer noch Fassrolle recht, müsste glaube ich noch passen. Nee. Und dann eine harte 3 links oder so. Der hat einen Stress, ach ja. Ist ja doof, stimmt. Boah, ja, dann hat er ein kleines Problem. Hm? Oh ja, und jetzt kommt nämlich Wolfi mit der 1er Bank. Push, weil er hat. Kann man machen, damit man weg steht, ja. Aber hätte die 1er Bank erwartet. Ich glaube, die 1er Bank bin ich mir nicht sicher, ob das geklappt hätte. Ich glaube, er hat ein bisschen Angst gehabt. Ja, wahrscheinlich, weil ihm vielleicht so riskant. Ich hätte gedacht, die hätte gereicht. Also finde ich, mit Wolfi jetzt nicht hier auf Kratz einzuschwenken und Victor gar nicht so verkehrt. Ja. Das ist schon okay. Hm. Hab schon wieder ein Kameraschneegestöber von dir. Echt komisch. Weil das Interessante ist gleichzeitig, mein Eingang hier ist irgendwie super. Also muss anscheinend die Übertragung zum OBS dann irgendwie sein, die hängt. OBS sehe ich mich aber auch wieder erst rein, ne? Okay. Weil im OBS ist es ja nicht. Also im OBS siehst du mich ja ganz normal. Nee, ich meine in meinem OBS zum Streamen. Also im OBS Ninja sehe ich dich super, aber dann hier im Streaming-Programm fängt es dann an zu schneestöbern. Also da ist irgendwie, jetzt ist es wieder gut. Da ist wohl irgendwo zwischendrin hängt's dann mal. Dass irgendwie hier in meinem Rechner intern das Ganze nicht sauber übertragen wird. Aber ich habe keine Ahnung warum. Victor aggressiv. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Schöner Range 1 auf Wolfi. Und könnte sogar knapp außerhalb vom Winkel sein. Ja, ist außerhalb vom Winkel, ja. Verrückt. Schön. Was hat Victor für eine Aktion gemacht? Das weiß ich gerade nicht. Den nehme ich nicht. Warte. Ja. Ich sehe keinen Druck. Hat er einen Lock gemacht? Aber ich sehe auch doch einen Lock auf Annie. Auf Annie ist ein Lock. Okay. Ach, okay. Wow. Warum das denn? Ich weiß nicht, will er den Torpedo verhindern? Hat er dann. Ach, ja! Kann ich dir sagen. Er hat ihn gejammt. Natürlich will er den Torpedo verhindern. Transponder-Code. Macht schon Sinn. Dann ist es okay. Ja, klar. Dann ist es sogar richtig gut. Ja, klar. Nee, weil eigentlich ist es aber Quatsch, weil es Reichweite 1 war. Ah. Ja, aber ich sag mal so, du hast auf jeden Fall, nächste Runde kann Annie keinen voll modifizierten Torpedo abschießen. Das stimmt. Und ich sag mal, Annie schießt jetzt halt auch nicht voll modifiziert Range 1 auf Oberost. Ja. Also so gesehen macht schon Sinn. Nee, kann man machen, wie gesagt, ist okay. Hat mich eben auch ein bisschen gewundert, aber. Ja. Oh.
Halt die Frage, nimmt man trotzdem dann den Schuss drauf oder nimmt man trotzdem den Range 1 auf Wolfie? Ich weiß es nicht. Weil auf Wolfie könnten halt zwei Leute Range 1 plus Graz kann auch noch drauf schießen. Da könnte halt schön Fokusfeuer drauf kriegen. Hm? Wieder ein Schaden auf der Starboard Paar. Ja, also ein Schaden auf die Starboard Paar, warte ich. Aktualisiere mal das Overlay. Beide Schilde sind down. Beide Schilde weg, okay. Jetzt so, relativ gut. Und das sind zwei Schaden auch wieder auf die Starboard. Nee. Oh, ja, doch, aber zwei Obstructed, ja. Obstructed Range 2. Ja, hier haben wir einen Range 2 Schuss. Das ist der Wolfie Reroll, denke ich. Ja. Und? Wahrscheinlich. Kein Fokus. Ah, hat er keinen genommen? Doch. Hat der den genommen? Aber irgendeine Action muss er da auch gemacht haben. Irgendeine Action muss er gemacht haben, das stimmt, aber. Die verwirrt. Eine? Ja, so ein bisschen verwirrt bin ich zwischendurch auch. Also Wolfie hat auf jeden Fall. Ah, hat er einen Lock verpackt, weil der hat einen Lock auf dem Stein liegen da unten, aber das hat er vorher schon gemacht. Nee, das hat er vorher schon. Den Lock kann er ja hier gar nicht verkacken. Hat er genug Targets. Naja, eigentlich schon, aber ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich glaube, der hat einfach keine Action gemacht. Unpraktisch, wenn man die einfach vergisst. Weil das wären jetzt, glaube ich, drei Treffer gewesen, wenn er dran gedacht hätte, wäre ja, das genau. Hit-Hit-Crit gewesen. Und der hat geflogen, die zwei hart. Also das ist auch einfach. Ja. Ich verstehe es nicht. Und er müsste doch jetzt... Ne, das war Range 2, ne? Dann kriegt er keinen Stress von dem Schuss. Ah, müsste Range 3 gewesen sein dann. Okay, hier, das sind vier Würfel auf Wolfie. Okay. Hit-Hit-Crit. Der weicht dann auch nicht aus, das sind jetzt alle Schilder auf Wolfie. Ne, Wolfie kriegt Hit-Hit-Crit jetzt. Der hat die Schilder schon beim letzten Schuss verloren. Er hat die Schilder schon beim letzten Schuss. Okay, dann habe ich den verpasst. Hey, dann ist der schon auf 3 runter. Oh, das geht auch zügig. Das geht auch zügig hier. So, und jetzt kommt noch ein Range 1, ne? Ah, ja. Ja. Ja, okay, die anderen zwei Schüsse waren schon dafür, waren dass sie unmodified waren, schon gut genug. Also. Ja, ja, die waren gut. Kann man nichts sagen. Ja, punktemäßig liegt Damm jetzt im Moment sogar vorne. Weil Oberhaus ist noch nicht auf Halb. Oder hat Oberhaus eine Schadenskarte? Nee, ne? Nee, hat keine gekriegt. Ja. Dann liegt im Moment Gamm sogar vorne. Mal für den Anfang. Und der hat ja 6 Leben, ja. Ja. Also Wolfie auf 3 runter. Wolfie kann nächste Runde abbrauchen. Und ich sehe jetzt auch nicht so die gute Chance, dass Wolfie irgendwo hin kann, wo er nicht beschossen wird. Nicht so richtig. Ja, ich weiß nicht, dass ich ganz verstehe, was er letzte Runde für eine Action gemacht hat, aber wir werden es nie rausfinden. Das verstehe ich auch nicht. Müssen wir vielleicht nachher mal nachfragen, ob wir da irgendwie eine Action verpasst haben. Aber er kann auch nicht jammen oder irgendwas, ne? Nee, nee. Befasst wollte ist er auch nicht. Also bleibt eigentlich Fokus oder Lock. Und Lock habe ich keins gesehen. Und Fokus hat er auch keinen genommen. Und Fokus hat er auch keinen. Tja, vielleicht wollte er keinen. Oder gibt's hat Scum irgendeine Fähigkeit, mit der sie den Fokus inzwingen können abzulegen? Nee, ne? Ach, guck mal doch. Und auch da haben wir es wieder vergessen. Oh Mann. Natürlich, der Kratz hat ihn doch in den Target-Lock genommen. Ach so, natürlich, klar. Ja. Dann macht es Sinn. Was anderes, was mir gerade auffällt. Victor Hell hat doch ein Stealth-Device. Damit hätte doch aber Wolfie einen Stress kriegen müssen, wenn er ihn angreift. Er hat ihn aber nicht angegriffen. Hat er nicht?
Nein. Er hat geschossen auf Quas, weil der hat okay. den Strain von Cody. Ah, okay. Ja, dann macht es Sinn. Okay. Dann. Merke schon, wir kriegen heute die Hälfte von dem Spiel irgendwie nicht so richtig mit. Beziehungsweise es kommt nicht so an, was da wirklich passiert. Meinst du, wir sind doch voll im Bilde. Ja, ja. Ich fühle mich gerade so wie manche diese von diesen Fußballexperten, wenn sie ein Spiel kommentieren, wo du die manchmal aufregst, haben die gerade ein anderes Spiel gesehen? Genauso fühle ich mich jetzt auch. Wolfi wird sich jetzt wahrscheinlich ja irgendwo zwischen diesen zwei Schiffen retten. Also ist die Frage, Wolfi könnte irgendwie 1er, 2er, 3er Bank links? Die gute Frage ist, sehen die unsere Hände? Nein. Wenn du auf grau bist, sehen die es nicht. Das wollte ich wissen. Ja. Wie gesagt, im Stream sieht man deine Hände auch nicht. Ja. Von daher, ja. Wenn ich jetzt hier auf meinen zweiten Account schalte, bei dem hier, warte, da könnte ich jetzt eigentlich irgendwo einfallen. Okay, kann ich jetzt auch nicht. Dachte hier beim zweiten kann ich mir, müsste ich anders machen. Müsste ich was umstellen, dann könnte ich mit einer Hand mal ab und zu was umstellen. Ja, aber, ja, klar, aber normal ist es besser, wenn man die einfach das Befruchten nicht sieht. Frag mich gerade, nee, der Vierer Turn bei Wolfie passt nicht, da steht gerade B. Ja. Das heißt, also sinnvollst ist eigentlich irgendwie jetzt sich so vor Kratz zu stellen, irgendwie so mit der 1er, 2er Bank und zu hoffen, den Rückwärtsschuss oder vielleicht 1, 2 Grade oder so irgendwie. Könnt ihr auch einfach mit der, ja, 2er Bank, warum nicht? Ja. Ist doch schön. Ja, also die Frage ist 2er Bank, ob er dann in der nächsten Runde den K-Turn machen könnte mit dem Stein da hinten oder ob es geschickter ist, die 2 Grade zu machen, um danach einen K-Turn zu machen. Das frage ich mich gerade so ein bisschen, aber gut, das ist auch wieder, Könnte auch einfach vielleicht sogar ganz verrückt sein und die Dreierbank sich zwischen reinstellen. Steht ein bisschen weiter oben. Ja, wie gesagt, die Gefahr ist dann, dass Oberos ihn halt irgendwie kriegt, aber Oberos kann er eigentlich theoretisch gut blocken. Mit, eigentlich allen dreien. Also kann alle drei kleinen Schiffe irgendwie in den Weg von Oberos stellen, wenn er will. Oberos zu blocken ist, er hat ihr Drawn Sensors ready. Das wird ziemlich schwierig. Ja, okay, aber ihm zumindest irgendwie zu verbieten, irgendwie jetzt hier eine harte 3 oder irgendwas auf. Ich vermute, es war die 2er Bank, oder? Ja, genau. Ja. Ja. Damit hat er jetzt halt die Chance, eventuell Kratz zu blocken, wenn der nur irgendwie gerade fliegt. Oder wenn er halt ein bisschen schneller gerade fliegt, hat er wenigstens einen Range 1 Schuss nach hinten. Der Haken ist, wenn was hat er denn gemacht? Hat er den Blinded Pilot gedreht, denke ich, oder? Ja. Ja. Okay, das ist schon mal ein Range. Oh, das ist interessant. Was macht der jetzt mit dem Pirates? Wenn der jetzt K-Turn macht, hat er jetzt freie Bahn für den K-Turn. Wenn er es hat kommen sehen, dass hier alles geblockt wird. Ja, Anakin macht hier den hier und H1er-Band. Na die? Ja, doch, könnte er, ne? Ja. Die kann er. No. Macht er auch. No. Und was sind das? Die Passive Sensors? Ja, Passive Sensors. Guckt sich das alles mal an. Ja. Und im Zweifel ist dann halt ein einfach modifizierter Torpedo, weil Baby Annie ja keine Force mehr hat. Ja. Kann man machen, muss man nicht. Tja, Victor Helm macht den K-Turn. Ja, das war schon mal gut. Wie gesagt, er läuft halt eventuell Gefahr, einen Torp von Baby Annie zu kriegen, aber gut, dafür waren jetzt die anderen Winkel echt schön. Ach, er nimmt sogar sein Illicit, um nochmal die Contrabands, um den Stress zu, trotz Stress eine Action zu machen. Ja, okay.
Klar, warum nicht? Ist ein Range 1 Schuss. Kann man machen. Und Lumi ist ja, glaube ich, sogar gebannt, ne? Die hatte keine Action. Ja. Ja. Ah, warum nicht? Jetzt die Frage, was jetzt hier Kratz macht. Wenn Kratz halt jetzt frontal reinfliegt, kann das auch wehtun. Also wenn Kratz jetzt die 3, 4 gerade macht, aua. So, jetzt bin ich gespannt. Was macht Kratz? Und er macht den 4er-K. Okay, das heißt, in wem steht er denn jetzt drin? In Lumi oder in Padme? Padme? In Padme, okay, das heißt, Lumi hat einen Range 1 Bullseye, aber er hat auch einen Range 1 auf Lumi, das heißt, Lumi hat eventuell ein Problem. Aber Kratz hat auch nur einen Verteidigungswürfel wegen dem Strain. Ja, stimmt natürlich, ja. Die Frage hat er, hat wahrscheinlich die Contrivance nicht gezogen, oder? Tatern, oder hat er probiert? Auch was er angesagt hat vorher. Ich glaube nicht. Das also war das, die Frage. Dass es einen Bump gibt, wird er ja gesehen. Also ich glaube, das hat er gesehen. Sollte man, ja. Das ist die Frage. Was macht jetzt Oberos mit Advanced Sensor Gedönsbums? Nimmt sich einen Fokus und Bump? Hat er eins? Ja, hat er eins. Okay. Heißt, der schießt nicht auf Lumi, aber der schießt auf Padme. Könnte jetzt in beiden Richtungen ein bisschen wehtun, die Runde. Ist eine sehr dicey Runde, finde ich. Ja, wollte gerade sagen, hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie die Würfel fallen. Halt auch, ob Lumi irgendwie die Force dann schon in der Defensive irgendwie wahrscheinlich alles braucht oder nicht, oder. Da Lumi aber zuerst schießt, weiß man das dann. Ach so, stimmt, ja, sie schießt zuerst. Da ist halt die Frage, ob du es ausgeben willst für das zusätzliche Auge oder nicht. Ja, er schießt jetzt halt einfach mit den erkannten Torpedo auf Kratz schießen, Wolfi schießt auf Kratz und Luminara im Bullseye. Ja, und Lumi 1. Also, ja, Kratz könnte gehen, aber genauso könnte halt auch Lumi gehen, die Runde. Jetzt kommt das Lock und jetzt kommt der Torpedo. Hau raus, die Scheiße. Ist ein Grit. Das ist noch alles erstmal. Ist noch okay. Das ist Alter. Überschnitt. Ja, wer braucht schon doppelt modifiziert? Bei mir kommen da immer nur zwei Hits raus. Ja. Bei mir teilweise manchmal nur einer. Und dann sagt mein Gegner, warum schießt du auch mit einfach modifiziert? Naja, weil es im Schnitt trotzdem wenigstens zwei sind. Oder drei. So, das war jetzt Kratz, ne? Der hat ja 3 Schaden schon auf der Hülle. Aber das gibt jetzt auch einen Schaden, jetzt ist ein Stress für Bibi. Nee, doch nicht. Nee, weil er 2 gewürfelt hat. Der hat 1 gewürfelt, müsste ein Stress geben, oder? Ist das blöd? Nee, er hatte doch den Strain. Ach so. Ja. Also, es war Victor Hell mit dem Stress, ne? Genau. Und Kratz war genau, ich verwechsel die 2 gerade. Ja, das war das Problem. Richtig, so rum. So Power Regulator, Structural Damage und eine Schadenskarte. Ich sag's mal so, der gute Mann ist eigentlich hin. Weil Luminara hat jetzt auch nochmal 3 Hits hingelegt, ne? Ja. Ja. Dann räumt er ihn ab, er darf auch mit dem noch schießen. Ja, haben sie jetzt auch gemerkt. Ist zwar tot, aber wehrt sich nochmal. Dann hat Wolfi jetzt einmal freie Auswahl. Könnte Range 1 auf Oberross, wie es aussieht. So, macht er auch. Nimmt dann einen Würfel mehr. Nee, Alan ist Range 2. Echt? Okay, es sah von hier aus. Okay. Trotzdem 3 Würfel, trotzdem 2 Hits. So. Halt was dagegen. Ein Evade. Oh. Da war Oberhaus auch schon auf 2 Hülle runter. Ja, ich glaube, du hast mit deiner Prognose bisher echt recht.
Nein, das Raumgewehr 88, das hier ist X-Wing, ein Tabletop-Spiel. Das ist nicht DSA, das ist wieder was anderes. Normalerweise spielt man dieses Spiel mit echten Figuren am Tisch, aber da das ja auch gerade von Corona oder so alles nicht geht, werden jetzt hier teilweise irgendwelche Ligen und Turniere halt online gespielt. So, jetzt schauen wir mal, ob Stam noch wenigstens irgendwas mitnimmt. Wenn sie jetzt nichts töten, wird's echt schwierig. Ich glaube, wenn du jetzt... Normalerweise müsste Wolfi müsste jetzt eigentlich gehen. Von welchem Schuss? Von Oberhaus meinst du? Also er kann entweder mit Oberhaus töten oder mit Viktor. Und er hat also ich würd zuerst mit Oberhaus schießen und dann gucken, ob er vielleicht schon weg ist. Naja. Ja, okay, der Schuss war jetzt schon mal halt nichts. Sehr schade. Okay. Jetzt ist die Frage, Oberhaus muss jetzt eigentlich... Es bringt nichts, auf Patne zu schießen. Die hat einen Fokus. Eigentlich musst du jetzt versuchen, Wolfi rauszuknipsen. Ja, Neunbird. Der große Unterschied zwischen DSA und X-Wing ist immer noch, das eine ist ein Rollenspiel und das andere ist ein Tabletop. Wenn du jetzt gesagt hättest D&D, hätte ich dir fast zugestimmt, weil ich kenne viele D&D-Spieler, die spielen eigentlich nur ein Tabletop, die spielen kein Rollenspiel, aber ja, wir machen ja kein Spielshaming, ja. Das ist. Nee. Ich habe nur mit D&D-Spielern, D&D-Gruppen, sag ich mal, immer komische Erfahrungen gemacht. Das waren dann irgendwie keine Rollenspielgruppen, das war irgendwas anderes. Es sind ja auch zwei Extreme. Das eine ist eigentlich, wie gesagt, ein reines, ja, D&D ist seltsam auf seine Art und Weise. DSA, da war auch seines. Also, ich finde beides auch, den nicht, muss ich zugeben, zu meinen Lieblingsrollenspielen. Okay. Also ich muss zugeben, ich habe von Pen and Paper, glaube ich, wirklich die meiste Zeit mit DSA verbracht. Dicht gefolgt von Star Wars, also dem alten W6-System. Wenn du es noch kennst, von wem war denn das? Keine Ahnung, aber das... Ich habe nur das neue gespielt. Nee, dieses alte W6-System, wo du teilweise irgendwann 10 W6 gewürfelt hast oder so, ja. Gab es irgendwie wenigstens noch Schaden irgendwo? Wolf hier tot. Nee, aber Padma kriegt ein Geschenk gerade hier. Aber die hat einen Weapons Failure. Okay. Und oh Gott, die ist fast tot. Okay, Padma ist auf eine Hülle runter, ne? Ja. Okay, aber Wolfi lebt noch dafür. Dafür ist Wolfi voll, ja. Also, was heißt, er hat keinen weiteren Schaden gegeben. Ja. Wolfi ist voll. Wenn das so einfach ginge, so, eine Runde nicht beschossen, voll repariert. Ja, aber, ja, da war noch, also, er hat einfach die drei Schaden, die hat jetzt halt an Padme, die sind an Padme rumgekommen und nicht an Wolfi. Das ist halt auch, eventuell im Nachhinein aber blöd, weil. Ja, ich glaube, auf Padme wären sie, auf Wolfi wären sie besser aufgehoben gewesen. Ja, weil jetzt schießt Wolfi nächste Runde nochmal. Wenn auch nicht gut, aber er schießt. Ja. Aber der 4er K geht, glaube ich, tatsächlich nicht wegen dem Stein, ne? Mm-mm. Sieht von meinem Winkel aus zwar knapp aus, aber ich glaube, ich würde es nicht riskieren. Das sieht nicht knapp aus. Nee, der geht drauf. Der geht drauf, ja. Und der ALC hat nur den 4er Kaiokran, ne? Der hat keine Talon oder so. Nee. Ja, mittlerweile hat doch fast jedes Schiff irgendwie Talon Roll, Senior's Loop, irgendwas. Der ist da gut oldschool, der hat sowas nicht. Oldschool, na dann. Sind wir mal gespannt, aber ich sag eigentlich, die Star Viper ist ja auch schon mehr oder weniger auf der Flucht und... Jein, das ist ja genau das Problem. Das kann er sich jetzt nicht leisten. Er muss eigentlich auch mit Oberhaus noch aggressiv spielen, weil er die Punkte braucht. Ja, aber das ist halt schwierig mit einem Schiff mit 2 Lebenspunkte und diesem... Das ist ja doch schon ein ziemlicher Furball. Frag mich jetzt gerade, was Annie macht. Nach
links Barrel rollen und einfach eine 1er Bank oder so? Oder 1er gerade? Ja. So irgendwas, ne? Ja. Hm. Weil der steht da in der Position eigentlich relativ gut. Ja, natürlich könnt ihr da hinten, welcher ist das denn noch, lebt Victor Hell, könnt jetzt auf ihn einbanken, aber warum sollte er? Also sind zwei angeschossene Ziele, nämlich Padme und Wolfie, warum sollte er jetzt nochmal Ziel wechseln? Wäre extrem komisch. Auch nicht gut, aber könnte man machen, aber nee. Man könnte es machen, dann hätte man am Ende die ganze Liste auf halb geschossen oder so. Ja. Trotzdem verloren, ja. Ja, aber es geht hier vielleicht um Beschädigen fürs nächste Match, keine Ahnung. Ach so, ja, du meinst, die haben vielleicht intern eine Kampagne laufen? Ja. Okay, Lumi macht ein Burn. Padme dreht ab. Padme ist doch eigentlich voll. Nee, Padme brennt. Die hat nur ein Leben. Padme brennt. Ich dachte, Lumi brennt. Padme brennt. Nee, Lumi ist voll. Ah, warte, dann hatte ich dir den Schaden falsch. Ah. Okay, Panten hat eine Hülle, zwei Hülle. Zwei Hülle, ne? Noch. Ja, eine Hülle noch. Eine noch, okay. Panten okay. hat die drei Schaden bekommen. Ah, ja, okay, ja. Ja. Okay. Na dann. Ah, Baby Annie? Ich muss sagen, Anakin macht sich echt gut. Auch vom, also das mit du darfst halt nicht vergessen, hier, wir spielen ja gerade hier den Welterweight. Das heißt, wir haben ja hier das Vierer-Pilot ist halt hier ein Ass. Ja, ist aber egal, er fliegt ja eh vor ihm. Also, der könnte jetzt auch Pilotenwert 6 haben bei seinen Schiffen. Die Scum-Liste könnte alles auf 6 sein. Annie wäre ja nicht anders geflogen. Ja, aber jetzt halt vom ich kann noch schießen oder ich kann gleichzeitig schießen, ist halt schon eventuell ein Unterschied. Naja, bisher war er noch nicht auch von irgendwelchem Interesse. Beim Kill von Kratz zum Beispiel halt war es, ne? Für Annie jetzt nicht, aber ja. Ja, klar. Ich sag ja, mir ging für Annie jetzt in dem Sinne jetzt, ja, das stimmt. Annie würde ähnlich fliegen wobei halt, ich sag mal, gegen den Sund hier. Zum Beispiel Annie ja dann eher schon wieder auch Probleme hat, den Winkel zu kriegen, weil dann so ein Tier ganz andere Sachen macht als so ein Kirat. Klar. Aber ja, natürlich, die Fähigkeit mit den Doppeltoken kriegen und so ist schon nicht verkehrt. Jetzt frage ich mich gerade, passt der Bankboost rechts in der Wolfie? Passt der von Oberross? Das wäre so jetzt das Königsmanöver. Wenn's klappt. Ah ne, ja, möchte ich hier. Hä? Okay. Also ich hätte, wenn die Rolle in die andere Richtung gemacht, um aus Annies Winkel rausgekommen und hätte dann auf Wolfie geschossen oder so. Also das verstehe ich jetzt nicht. Das Manöver war komisch. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Der macht doch jetzt ein Afterburner. Ach nee, das war der falsche, ne? Der hat die nicht. Stimmt. Der hat die nicht. Falsches Schiff. Der andere hat die. Ja. Das heißt, die Scum-Schiffe stehen einmal volle Breitseite in allen Winkeln. Ja, hallo Oberos. Nur zwei Würfel, weil Wolfie seinen Charge schon voll hat. Genau. Ne? Ein Treffer gegen vier Würfel. Da sollte nichts passieren. Das sollte. Ja, passiert auch nichts. So, jetzt kommen Passive Sensors. Der lockt auf Oberross. Range 1. Das sind drei Würfel, ne, glaube ich, von dem Schiff. Mhm. Das Schiff kenne ich nämlich auch irgendwie noch nicht. Spielt komischerweise fast keiner. Rick hat man mal eine Zeit lang ein bisschen gesehen, aber das war's auch. Gerade Anakin finde ich eigentlich wirklich gut. Wenn man einen schlechten Wurf in einen noch schlechteren Wurf rerollt. ja. Ich finde Rick auch nicht schlecht. Also Rick ist auch ganz okay. Rick ist viel zu gut. Ja. Der kostet ja nichts, der ist wirklich. Ich wollte gerade sagen, der ist viel zu billig. Da packst du noch Torpedos drauf und er ist immer noch billig.
Also, die Torpedos braucht Rick ja nicht. Die bringen mir auch nichts. Die Torpedos braucht Rick ja nicht. Ich hab den schon öfter gesehen mit Torpedos halt. Einfach dann für mehr Bums. Dann würde ich die Torpedos. Ja, aber der hat ja eigentlich die drei Angriffswürfel, wenn er schnell fliegt. Naja. Dann würde ich lieber Padme die Torpedos geben. Ja, natürlich. Wie gesagt, ich hab's auch sonst immer halt gesehen. Rick und zwei Jedis oder so irgendwie. Da ist halt kein Padme oder irgendwas dabei gewesen. Okay, zwei Treffer. Ein Auge gewürfelt. Das heißt, es sind jetzt zwei Schaden auf Baby Annie. So. Habe ich diese Runde noch irgendwie einen Schaden verpasst? Nee, oder? Bei Oberosch ist nichts passiert, oder ist Oberosch jetzt auf 1? Nee, ne? Oberosch hat immer noch 2 Hülle. Ja. Nee. Es wäre fast Hit-Hit gewesen. Aber der Crit wollte dann doch nicht. Ein Schaden auf Wolfie, ne? Okay. Ich glaube, er hat vorhin auch den Cody-Stress vergessen, oder? Ja, egal. Strain. Das kann sein, ja. Normalerweise, Wolfie hat auf Oberrost geschossen, er hat nicht getroffen, er hätte ihn gestrained. Normalerweise hätte Anakin dann auf den gestrainten Oberrost schießen können. Ja. Theoretisch, ja. Aber das Cody ist ein May-Effekt, glaube ich, ne? Ja, klar, das ist ja. Ja, es gibt ja mittlerweile so ein paar Must-Effekte bei Cruise und so, aber Cody ist, glaube ich, noch ein May. Ist sogar ein After you perform an attack, this missed if one or more hit or crystal cells were neutralized, defender gains a strain token. Okay. Oh. Ja. Ja. Ist die Frage, hatte Wolfie im Angriff was ausgewichen wurde, oder hat er den Angriff schon verfaselt? Das weiß ich jetzt gar nicht. Oh Gott. Ja, genau. Ja. Ich versuche das gerade mal im Chat. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich. Außerdem sind die jetzt wahrscheinlich dann eh schon mit. Wie weiter? Nee, klar, da würde ich jetzt auch nicht, aber. Ja, ich habe keine Ahnung. Punktemäßig sieht es im Moment noch relativ eindeutig aus, aber ich sag mal so, in einer guten Runde kann Padme abrauchen und Wolfie abrauchen, theoretisch. In der nächsten Runde jetzt eher nicht, weil Padme relativ gut steht. Aber ich glaube, Wolfie kriegt nächste Runde Problem, weil ich denke, die beiden Dampfschiffe werden jetzt versuchen, Wolfie raus. Lumi stellt sich den irgendwie in den Weg zum Bumpen. Anakin tut Anakin-Dinge. Was auch immer das dann ist. Keine Ahnung, was ich mit Baby Annie machen würde. Ich glaube, den Lock auszugeben letzte Runde war irgendwie ein Fehler. Mit Baby Annie meinst du? Mhm. Ah, dass er jetzt hätte turnen können und. Für ein Torpedo, ja. Ja. Manchmal ist da ein bisschen Zurückhaltung oft die schönere Variante, aber auf der anderen Seite. Ja, wenn da drei Hits gekommen wären, da hätte es vielleicht gegeben. Ich wollte gerade sagen, es war die Chance, dass du das Schiff gleich rausnimmst. Naja, voll. Er hat doch auf Oberhaus geschossen, oder? Sicher? Ich dachte, er hat auf Oberhaus geschossen. Warum sollte er auch? Macht überhaupt keinen Sinn. Er hat ja auch Range 1 auf Oberhaust gehabt, also ich sehe jetzt keinen Grund, warum er auf Victor hätte schießen sollen. Ja, dann kann man es natürlich immer probieren. Ja, klar. Weil wenn du halt die Chance hast, ein Schiff rauszunehmen, dann gibst du auch den Lock aus. Er hatte zu dem Zeitpunkt ja auch, glaube ich, keinen Token mehr oder irgendwas. Nee, hat nichts mehr. Vorher hat er ausgegeben. Ja, und jetzt ist Lock wieder da.
so Fokus, ne? Weil der Giratz hat eh keine Linked Actions, wenn ich es richtig weiß. Nee, nee, der hat sowas nicht. Der fliegt wie so ein verkrüppelter X-Wing. Ein bisschen schlechter, aber. Nee, der Style ist besser wie beim X-Wing. Der hat die Harte 1 und so, aber die Aktionen sind halt so richtig meh. Ja, es ist ein schwieriges Chassis. Einerseits ja echt cool, also auch mit der harten 1 und so, ja, kannst halt echt. Ah, aber. Aber er hat relativ. Er hat einen Lebenspunkt weniger wie ein X-Wing, das ist halt schon mal so eine Sache. Ja, ja. Und er kostet nackt 37 Punkte. Kostet auch weniger wie ein X-Wing. Ob der X-Wing kostet 41 oder 40? Nee, 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 nee. Der kleine X-Wing kostet 38 Punkte. Echt? Okay. Und hat. Okay. Ah, das ist ja dann schon unfair, weil die X-Wings haben mit den S-Foils halt wenigstens noch die Chance auf. Ich wollte gerade sagen. Und, oh, ah, ja. Das Chassis ist schon also ich finde das Chassis schon besser. Haben beide Piloten Wert 2. Ja. Gehen wir das so, Wolfie möchte Oberhaus erschießen. Hm, so eher nicht. Aber er darf einen rerollen. Nee, so immer noch nicht. Also, könnte natürlich trotzdem passieren, aber nee. Oberhaus weigert sich. Richtet ein Spray. So, und jetzt. Erster Schuss auf Wolfie. Hitkrit. Schon mal gut. Wäre fast 2 Evades gewesen. Betonung auf fast. Direct. Okay, damit fragt sich Oberhaus, was mache ich hier eigentlich? Hat Luminara geschossen? Glaube nicht. Zumindest habe ich es nicht gesehen. Oder war das aus dem Winkel? Ne, es ist aus dem Winkel raus. Ich sehe es. Okay, alles gut. Ja, okay. Hätte jetzt auch gedacht, müsste knapp raus sein, aber sieht hier teilweise. Wenn man als Zuschauer von oben drauf guckt, sieht es teilweise seltsam aus. Ja. Ah, hier in der anderen Kamera, finde ich, sieht man es deutlicher. Wenn ich jetzt hier angucke, da sieht man relativ gut, dass es parallel dran vorbeigeht. So. Oberhaus ist gestresst. Er hat auch nicht viel Möglichkeiten, seinen Stress loszuwerden mit der Starwiper. Irgendwie 1er Band und 1, 2, 3 Grade oder so irgendwie. Ja, das hält sich echt in Grenzen, ja. Ja. Weiß nicht, 2er Banks auch blau? Nee, ja, nein, doch. 2er Bank müsste blau sein. Könnten auch blau sein, ne? Aber trotzdem halt, kann halt nur theoretisch banken. Ja. Dafür hat Lumi ein ähnliches Problem. Annie muss auch erstmal irgendwie wieder klarkommen mit seiner Richtung. Das heißt, das einzige Schiff, was jetzt halt wirklich schön Richtung geschehen ist, ist halt Padme. Und ob Padme so aggressiv rein will, weiß ich jetzt auch nicht. Mit ihrer einen Hülle. Ja, klar. Natürlich wird's auch machen jetzt, weil, hey, du hast noch 3 Schiffe auf dem Tisch und vor allem, ich sag mal, die anderen 2, Oberhaus kann halt fast gar nicht auf Padme schießen, wenn das Padme irgendwie eine 3 Grade macht, kann Oberhaus eigentlich keinen Schuss, also selbst wenn er 1er Bank boost, ist er zu weit, also kriegt er keinen Schuss auf. Und hier der andere Held da, der Victor, der müsste einen K-Turn machen und dann unmodifiziert schießen. Kann man machen. Hilft nur meistens nicht viel. So, genau, und ich muss immer Wolfie rauslöschen. Pfui. Das heißt, jetzt ist auch nur noch eine 25-Punkte-Führung im Moment. Da ist wenig jetzt dabei rumgekommen, die letzten Runde. Ja, ja. Aber vor allem auch, wenn man sich überlegt, Oberhaus hat ja direkt am Anfang schon ordentlich eingeschränkt gekriegt und steht jetzt immer noch mit 2 Hülle da. Ja, also die Runden danach ist so fast gar nichts mehr bei ihm passiert. Und Victor Hell hat, glaube ich, ja sogar noch sein Schild. Mhm. Victor geht's noch relativ gut. Ja. Auf den schießt irgendwie auch keiner. Die wollen alle den Stress nicht, glaube ich.
Und guck mal, ich glaube, ich habe sogar Quatsch erzählt. Der Kirax hat ja mittlerweile auch 6 Leben. Ja, 5 plus 1, aber halt nur ein Schild im Vergleich zu Ja. X-Wing, ja. Ja. Also halt ein Schild weniger, aber die Lebenspunkte sind gleich. Ja. Ja, das kommt mir beim X-Wing immer mehr vor. Ja. Ja, was? Und jetzt warten wir gespannt, was hier passiert. Ich sage, es ist. Also ich denke, Victor wird einen K-Turn machen. Der will ja möglichst schnell wieder ins Geschehen. Oder der kann, glaube ich, kann der auch eine Taylor? Senior, glaube ich, gar nicht. Auch da müsste ich gucken, aber ich glaube Auch nicht. ich glaube ja Doch, auch, der oder hat das geht Taylor recht. 2 ja sogar. Oh, okay. Ja. Der wäre jetzt, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Glaube ich. Weil Anakin wird einfach irgendwie selber einen Turn machen oder schnell um den Stein rumfliegen. Wie gesagt, Lumi steht da und kann auch nicht viel schießen. Ah, und eventuell Patten, aber gut. Patten schießt er mit 2 Würfeln. Gut, okay, Patten steht dafür dann halt auch wahrscheinlich mit Triple Evade da. Was das Ganze dann ein bisschen schwieriger macht, um auf Patten überhaupt einen Schaden zu kriegen. Okay, Annie, und jetzt? Ach so, Noch Annie? er macht jetzt den. Okay, ja, kann man machen. Damit er eventuell einen Schuss hat, weil Victor halt irgendwas seltsames tut. Na, ja, und Partner kommt mit der 3 und nimmt sie ein bisschen weg. Dann nimmt sie Lock. Ja. Gierig? Wird sie gierig? Hä? Gesundheit? Ich verliere. Hat die irgendeinen Crit repariert oder so? Oder hat er die Aktion beim Packen vergessen? Nee, hat einen Crit wahrscheinlich nicht, ne? Das kann sein. Gehen Denke wir mal ich davon aus, mal. er hat repariert, ja. Okay, das ist glaube ich ein Range 1 gleich für Bibi Annie. Der Stress weg? Das Brain weg? Ne? Oh. Hallo Daniel, ist das Halbfinale etwa schneller rum wie unser Side-Event-Spiel hier? Wir haben gerade einen Raid gekriegt. Die X-Wing-Selbsthilfegruppe kam mit den ganzen X-Wing-Suchtis. Guten Abend zusammen. Ich kam gar nicht dazu, bei euch irgendwie wirklich reinzugucken. Ich habe es zwar im anderen Browserfenster offen, aber ich habe gar nicht aktiv geguckt. Du meinst, weil es hier so spannend ist oder weil wir abgelenkt waren? Ja, okay, Oberboss rollt da aus mit auf. Okay. Und Victor kriegt dann jetzt, glaube ich, ja? Kriegt er den Schuss von Padme noch, oder ist er da aus dem Nee, Weg? nee, Jetzt nee, drehe ich von Padme. hier aus. Die Auf gute Padme. Padme müsste raus sein, oder? Könnte raus sein, denke ich, ne? Das heißt, er kriegt jetzt den, oh, ist es noch eins, oder? Ja, ist noch eins, ne? Ja, eins aber unmodifiziert, das ist dann nicht schlimm. Naja. Und dann legt er aus der Hand, was kommt da? Also er hat geguckt, ob aber. Ja, genau. Ob er Atmungsfähigkeit. Was auch keinen Effekt hat, weil er keinen Fokus hat, aber egal. Stimmt. Stimmt, aber man kann ja trotzdem einfach mal checken, ob die Fähigkeit Hat funktioniert. Anakin jetzt vorbeigeschossen und ich habe es wieder verhauen? Kann sein, ja, weil Hell hat auch anscheinend vorbeigeschossen. Was ist denn hier los? Ja. Okay. Victor und Padme haben sich ein bisschen liebevoll zugelächelt, aber haben sich sonst nichts getan. Ja, durchaus. Okay. Also ich sag mal so, der Schadensoutput hält sich generell in den letzten Runden deutlich Ich in wollte gerade sagen, Grenzen.
Also, nachdem sie sich am Anfang gleich mal richtig aufs Maul gegeben haben, gerade so Oberrost und so mal ordentlich und ja. Und auch, ja. Dann Wolfi hat ja auch, glaube ich, in der ersten Runde gleich 6 Schaden gekriegt. Ja, und danach? danach war vorbei. Aber jetzt, mittlerweile? Hm. Ja. Stark angefangen, stark nachgelassen. Auf jeden Fall. Oh. Oh. Bin ja auch mal gespannt, wer hier das Halbfinale gewonnen hat, ob das Surfing Finn oder Malazat war. Ich weiß es immer noch nicht. Ich prüf das mal. Du gehst da spionieren, ja? Oh Gott. Mir ist es, wenn ich ehrlich bin, ziemlich egal. Ah, ganz egal wird es dir nicht sein, ne? Immerhin darfst du dagegen spielen. Ja, aber es sind beides gute Spieler, von daher, auch beides haben beide jetzt verrückte Listen drin. Und naja, wie gesagt, mit Surfing Finn könntest du dich ja fast treffen und real ausspielen. Das stimmt. Es ist so, ist ja auch schon wieder hier die Ecke. Aha, es steht natürlich mal wieder nicht auf der Südwesten rockt, ne? Okay. Ach so, vielleicht hat's ja jemand im wunderbaren Chat gesehen, wer gewonnen hat. Das wäre ja nett. Ja, hier der Heiji Wutsch, der kam ja auch von drüben mit. Der könnte uns da jetzt spoilern. Ja, ich glaub, erzähl doch mal, schieß doch mal los. Ja, wir werden's ja eh gleich irgendwo nachlesen. Ich schaue es ein bisschen an, aber er will's uns nicht verraten. Ja, genau. Soll ich's euch sagen? Mach ich aber nicht. Ah, doch, Surfing Finn hat gewonnen. Okay. Okay. Okay, dann wird das wirklich ein Südwest-Duell hier. Ein Hesse gegen Pelfer. Ich wohne aber auch in Hessen, von daher. Echt? Wo wohnst du mittlerweile? Ich wohne schon jahrelang in Hessen auf der Hofheim. Bei Worms über die Rheinbrücke. Echt? Okay. Ach, du wohnst auch irgendwo noch da halt bei Speyer in der Ecke irgendwo. Ich habe mal in Geroldsheim lange Zeit gewohnt und dann nicht mehr. Mhm, naja, okay. Aber hey, wir haben Internet. Was hast du zu Hause? Ja, Internet haben wir auch. Also zumindest verkaufen sie uns das hier als Internet. Aber das, was wir so über Kabel kriegen, ist bei uns in der Geschwindigkeit von zwischen 2 Mbit und 9 Mbit kam an. Mehr kam da nicht an. Sehr süß. Ja, richtig. Jetzt haben wir LTE, da kommen wir wenigstens irgendwie so auf 30 bis 50, aber ja, halt ab und zu mal ein Verbindungsabbruch, weil ist halt LTE. Alles nicht so richtig dolle. So, Lumi möchte anscheinend Oberrost da irgendwie in den Bullseye kriegen. Hat der noch einen Schuss nach dem Bam? Ist das knapp? Aber könnte noch reichen. Also, boah, ich würde sagen, das reicht sogar noch. Dass er dann Range 1 Schuss auf Pack kriegt, aber ist halt unmodifiziert. Aber es sind 4 Würfel. Da kann er aber auch nicht irgendwie rausrollen. Er könnte nach links rollen und wäre vielleicht aus dem Winkel von Lumi komplett raus, aber dann hat er keinen Token, kriegt 2 Range 1 Schüsse, das will er auch nicht. Puh. Hm? Oh, ho. So, nach rechts rollen ist der Stein im Weg? Ja, er könnte irgendwie nach unten, vielleicht sogar, würde es, ich weiß nicht, klappen würde, Richtung Lumi, aber dann kann er halt nur auf Lumi schießen, wenn er in die Richtung wegrollt. Bringt halt eigentlich auch nichts, weil er möchte, glaube ich, auch eigentlich Pack nochmal rausnehmen. Alles nicht das Gelbe vom Ei. Not the yellow from the egg. Also auf jeden Fall stirbt diese Runde jemand, ich sag's dir. Auf jeden Fall stirbt diese Runde jemand. Das ist schon mal gut. Was denkst du denn, wer stirbt? Also ich fürchte ja Oberrost. Pat stirbt und Oberrost.
Hey, ich glaub, mir mit Focus Evade. Ich pack das sogar noch. Die kriegt okay, er rollt aus Lumis Winkel raus, ja, wie ich gesagt habe. Und wird dann Linked Action Focus noch machen. Ja. Er verliert ja nichts, das ist ja okay. Ja, gut, er verliert in dem Sinne für nächste Runde die Beweglichkeit halt, ne, weil er blau fliegen muss. Vielleicht ist er nicht so optimistisch wie du, dass er nächste Runde noch lebt. Ja, natürlich, klar. Das kann natürlich auch sein. Wer stirbt, muss sich keine Gedanken mehr um blaue Manöver machen. Okay, Lumi, einsam im Weltraum. Und jetzt Padme. Papa Padme. Ja, das ist Welterweight. Unser Side-Event haben wir dieses Mal Welterweight-Rules genommen. Man sieht's quasi gar nicht, dass die Piloten werden auf der Platte, ne? Ja, ja, und Daniel, du bist doch auf unserem Discord. Hast du die Ankündigung nicht mitgekriegt für unser Side-Event? Oh, oh. Oh, oh? Ja. Auf den guten Ober. Das ist... Und? Hullbreach, das ist natürlich... Das ist egal in der Situation. Das ist völlig egal, weil der nächste Schaden tötet ihn, egal was es ist. Also ich finde das Format auch wirklich super. Also Listenschreiben macht echt Spaß. Ja, und vor allem das Schöne ist, Vierer-Piloten haben ja sonst das Problem, die sind teurer wie Generics, ja, aber für Asse wieder zu niedrig. Also die Vierer spielt keiner, ja, im Normalfall. Weil entweder brauchst du einen Fünfer, Sechser für eine Assliste oder du brauchst einen Generic, der halt richtig günstig ist. Also die Vierer sind eher so blöd zwischendrin. Man spielt es schon, aber halt nicht ganz so oft. Ja, und halt wenn auch nur bei bestimmten Schiffstypen oder so. So wie jetzt die Inquisitoren oder so. Aber halt, ne, es gibt einen Haufen andere richtig coole Vierer-Piloten, die du halt sonst nie siehst. Oh, da kam nochmal Schaden. Das war jetzt auf wen? Auf Partner? Echt? War das Partner? Keine Ahnung. Da liegen gerade zwei Schadenskarten auf dem Tisch, wo ich nicht weiß, wo die jetzt hingehören. Ja. Zwei gezogen, nur eine hingelegt? Bin verwirrt. Nee, das ist... Okay. Bin verwirrt, ist jetzt was gestorben? Nee, ne? Ja, Partner. Partner ist jetzt tot. Okay. Okay, Patten ist doch gestorben. Und Oberos ist tot. Und Oberos ist auch tot, ne? Hab ich doch gesagt vorher. Mir glaubt ja keiner. Mir glaubt ja keiner. Nee, oder Oberos hat... Hat er den zweiten noch? Nicht? Hat er keinen gekriegt? Er hat doch den Halbbridge gekriegt. Ah, nee, doch. Nee, er hat keinen mehr gekriegt. Okay, ich hab gedacht, er hat noch einen gekriegt. Tja. Genau, okay. Nee, doch, jetzt legen sie da auch noch was hin. Ich kann sagen... Es kommen da auch nochmal drei Karten hin. Ja, okay. Ja. Weil Endeschuss das heißt, hat Schuss gemacht und Patmos Schuss, also das. Oh, punktemäßig muss Victor Hell jetzt noch dringend was abschießen. Tja. Ganz dringend, sonst. Kann ich dir aber sagen, für 4 Minuten gegen die zwei Schiffe. Schwierig. Wird hart, ja. Und es langt ihm, selbst wenn er Annie abschießt, langt sie mir ja nicht. Echt? Selbst Annie töten reicht jetzt nicht mehr, okay? Ich glaube, oder? Wenn der Punktestand bei dir im Stream stimmt, ein halber Punkt, halber Annie ist keine 38 Punkte wert. Aber Annie ist ja noch nicht mal auf halb, oder? Annie ist... recht, Annie... ist noch einen Punkt überhalb, ja. Genau, wenn er ihn jetzt töten würde, wären es 55 Punkte. Das stimmt. Ich habe gedacht, er ist schon halb. Nee, aber halt wie gesagt, den töten mit Focus Evade, was er nächste Runde haben wird. Und es ist nur noch eine Schussrunde. Und dazu ist genau, er macht die 3, wollte ich gerade sagen. Da kriegt er keinen Schuss oder wenn man unmodifiziert. Was soll passieren? Ja. Eher noch fast die bessere Chance. So blöd wie es klingt, versuchen Luminara aus dem Leben zu knipsen irgendwie. Okay.
Ja, und macht, ja, hat er 1. Und jetzt Violence. Naja, nichtsdestotrotz, auch das würde selbst nicht reichen, glaube ich, weil die Lumi, was kosten die Luminare? 47. Oh, okay, das war dann gefährlich. Aber, ja, wie gesagt, aber er muss sie jetzt halt quasi erschießen, mit einem Schuss. Ja. Und das heißt, aber Lumi muss halt komplett ausblenden, quasi, ne? Und Victor darf dabei auch nicht auf halb gehen. Okay, Victor geht auch nicht auf halb. Target Lock. Ah, doch, vielleicht doch. Schauen wir mal. Nee, Victor geht nicht auf halb. So, dann würde Lumi jetzt den Stress kriegen, oder liegt der Stress deswegen schon? Aber ist ja eh wurscht. So, wenn sie schnell würfeln, noch 10 Sekunden. Was, wie, wo? Nee, doch, Fokus wollte er nehmen. 3. Würfel. Ja, 3. Ach, nee. Ein Schaden reicht nicht mal für halb. Okay. Haben wir eine Minute? Haben noch eine Minute? Okay, mein Timer ist durch jetzt. Okay, wir haben noch eine Minute. Okay, dann hatten die Zeit dann doch später gestartet. Okay, dann haben wir jetzt die letzte Runde wahrscheinlich. Dann wird's jetzt doch nochmal echt spannend. Meinst du? 5? Ja, ja, natürlich. Es kommt halt drauf an, ob Dr. Aber nee, glaube ich fast. Also, so wie ich Dr. Fritsch bisher einschätze, der spielt's eher aggressiv. Der will eher einfach nochmal, ich schieße in der letzten Runde nochmal und guck, was passiert. Also ich mache das ja im Regelfall auch. Also ich spiele unheimlich aggressiv, aber in der Situation, du hast ja nichts. Also er kann ihn ja nicht mal umbringen, also realistisch. Das ist ja das Problem. Der wird ja wirklich nur schießen aus Spaß. Das wäre fahrlässig. Ich habe die Transponder-Codes nicht weggeklickt. Die sind, glaube ich, alle schon irgendwann benutzt worden. Ja. Also ich habe die nicht deaktiviert im Overlay. Die sind alle. Die wurden irgendwann genutzt. Relativ früh schon. Weil jetzt hier unser Heiji Wood gerade gefragt hat. Die Upgrades vergesse ich meistens auszuklicken. Ich bin froh, wenn der Schaden stimmt. Fear leads to anger leads to hate. Auf Victor, deswegen. Das würde ja nicht funktionieren dann. Ja. Auch der Daniel spielt gerade mit meinem Streamlabs-Bot rum. Er hat nämlich erst nach Points geguckt und es kam hier ein Einspieler. Ja, jetzt piept sie auch am Tisch. Ja, ich wollte eigentlich auch mal mehr machen, aber irgendwie kam ich dann auch nicht dazu, irgendwie noch mehr da rein zu bringen. Aber das war, wollte mal gucken, wie es funktioniert und hab da mal so ein paar Dinger gemacht. Hab auch hier eigentlich irgendwie noch ein ganzes Soundboard mit Star Wars Sounds hier für im Stream. Aber ich komme da auch irgendwie nicht dazu, die zu nutzen. Also mitgekriegt, was Luminara gemacht hat, das ist ja witzig. Nee, sie steht aber, was hat die denn gemacht? Force-Fähigkeit hat sie gemacht, dann hat sie mit ihrer Force-Fähigkeit sich wieder eine Macht zurückgeholt. Und für die Bleed-Token. Ja. Ich habe eben noch gedacht, oh, das Force-Fähigkeit ist aber nicht gut, aber so, ja. Hä, wie kann die sich mit Force wieder? Ach so, mit Patience, ja klar. Ja. Okay, aber da geht jetzt noch Schildschaden auf Victor. Okay, aber der ist nicht kalt, ne? Nee. So, und jetzt muss er was töten. Töten! Doch, Victor ist auf halb, ne? Victor ist halb? Ja. Okay, bei mir hat er noch 4. Zwei Schadenskarten und ein Schild. Okay, dann habe ich das gefällt, ja. Ja, dann ist jetzt egal, was Victor tötet. Weil zwei Schadenskarten und ein Schild sind ja halt leider die halben Punkte. Naja, dann ist jetzt wurscht. Dann könnte er jetzt sogar irgendwas töten, würde auch nicht mehr helfen. Ja, so aber auch nicht.
Ja. Damit gewinnt, wie du das vorausgesehen hast, dann die Republik. War jetzt auch nicht sonderlich überraschend. Was ich mich gerade frage zwischendurch, haben die eigentlich immer an Outmanöver gedacht? Weil fällt mir gerade jetzt auf. Jetzt der Schuss zum Beispiel jetzt auf Lumi hätte Outmanöver gehabt. Und zwischendrin waren ja teilweise auch ein paar Situationen, wo in dem Gebampe irgendwo einer von hinten drauf schießen konnte oder irgendwo. Ich hatte ja aber, Dalla nur die Outmanövers. Ah nee, Ding hat ja auch. Oh ja. Ja, ja, Kratz hatte und Oberos hatte. Und ich weiß nicht, ob sie da immer dran gedacht haben. Ja, dir auch noch einen schönen Abend, Daniel. Und cool, dass du noch reingeguckt hast. Ja, wie gesagt, allen schon mal danke fürs Zuschauen. Dem Sascha natürlich hier danke für seine Expertise, die den Stream ungemein aufwertet. ja, und ansonsten, wie gesagt, schaut mal gerne wieder rein, wenn es hier wieder irgendwas gibt. Zurzeit erstmal wahrscheinlich nur Side-Event-Spiele, aber die nächste Saison startet ja auch bald. Und wir hüpfen jetzt alle, glaube ich, mal rüber zu Hetzelt Gaming. So Sachen machst du. Ja. Wir raiden jetzt Hetzelt Gaming. Der gute Scott streamt nämlich auch schon wieder X-Wing. Tja, das macht er gelegentlich, habe ich gehört. Gibt's da jetzt nicht auch ein neues Event?